Teil 1. Persönliche Interessen. Kapitel 1. Shiga Konshi folgte dem Geräusch des Blasterfeuers durch Kousans alte Bezirke. Er stolperte kein einziges Mal, rutschte nicht aus, verlangsamte niemals seinen Schritt, trotz der engen Gassen voller Müll, der über die Jahre von den oberen Ebenen heruntergerieselt war. Über ihm schaukelten Kabel und Schilder, teilweise so schief, dass sie Shiga zwangen, sich unter ihnen hindurchzuducken. Der hochgewachsene, schlanke Jedi-Schüler, der auf jeder Wange einen tätowierten Streifen trug, bewegte sich für seine 18 Jahre mit überraschender Anmut und Sicherheit. Tief in seinem Inneren schäumte er jedoch. Meister Nikiel Noblis Entscheidung hatte auch dadurch nicht an enttäuschender Wirkung verloren, dass sie als Hologramm von der anderen Seite der Galaxis übertragen worden war. »Der Hohe Rat hält Shiga Konshi für nicht bereit für die Jedi-Prüfungen.« Die Entscheidung hatte ihn schockiert, dennoch hütete sich Shiga, Einwände zu erheben. Dem Rat die Schande und Verbitterung, die er verspürte, zu offenbaren, war das Letzte, was er wollte. »Erklärt ihm, weshalb«, sagte Großmeisterin Satele Shan, die mit gefalteten Händen neben ihm stand. Sie maß einen ganzen Kopf weniger als Shiga, strahlte aber ein unerschütterliches Selbstbewusstsein aus. Sogar während dieser Holo-Übertragung spürte Shiga, dass Meister Nobil, ein gewaltiger Tispasianer mit vollem förmlichen Bart, ihretwegen unwohl auf seinem schlangenartigen Unterleib herumrutschte. »Wir, das heißt der Rat, erachten die Ausbildung deines Padawans als unvollständig.« Shiga errötete. »In welcher Hinsicht, Meister Nobil?« Seine Meisterin bedeutete Shiga mit einem telepathischen Knuff zu schweigen. »Er steht kurz vor der vollständigen Meisterung«, versicherte sie dem Rat. »Ich bin sicher, es ist nur eine Frage der Zeit.« »Ein Jedi-Ritter ist in jeder Beziehung ein Jedi-Ritter«, erwiderte der ferne Meister. »Es gibt keine Ausnahmen, auch nicht für euch.« Meisterin Satele bedeutete ihre Zustimmung mit einem Nicken. Shiga biss sich auf die Zunge. Sie sagte, sie glaubte an ihn. Also weshalb wies sie die Entscheidung nicht zurück? Sie musste sich dem Rat nicht fügen. Hätte sie sich für ihn eingesetzt, wenn er nicht ihr Padawan gewesen wäre? Er konnte seine verunsicherten Gefühle schlechter verbergen, als er es sich wünschte. »Dein Mangel an Selbstbeherrschung offenbart sich auf vielerlei Art«, erklärte ihr Meister Nobel mit strenger Stimme. »Nimm deine jüngsten Bemerkungen zu Senator Fub bezüglich der Politik des Betriebsmittelrates. Wir alle mögen darüber übereinstimmen, dass der Umgang der Republik mit der momentanen Krise keineswegs perfekt ist. Dennoch ist alles andere als äußerste diplomatische Disziplin zurzeit unverzeihlich. Verstehst du das?« Shiga neigte den Kopf. Er hätte wissen müssen, dass die schmierige Naimodianerin hinter mehr her war als nur seiner Meinung, als sie sich an ihn herangemacht und ihn mit Lob geschmeichelt hatte. Nach der Invasion des Imperiums auf Coruscant hatte jenes den Planeten der Republik nur zurückgegeben, im Austausch gegen zahlreiche territoriale Konzessionen andernorts. Seitdem waren die Versorgungsrouten stark belastet. Dass Shiga recht hatte und der BMR ein hoffnungslos korrupter Haufen war, der Milliarden von Leben für viel Schlimmeres als Krieg, Hunger, Seuchen, Enttäuschung aufs Spiel setzte, zählte in gewissen Kreisen einfach nicht. Meister Nobils strenge Miene entspannte sich. »Du bist selbstverständlich enttäuscht. Das verstehe ich. Sei dir gewiss, dass sich die Großmeisterin lange Zeit zu deinen Gunsten eingesetzt hat. Wir vertrauen in jeder Beziehung, ausgenommen diese eine, auf ihr Urteil. Von unserem gemeinschaftlichen Entschluss können wir nicht abrücken, aber sie hat unsere Aufmerksamkeit geweckt. Wir werden deine Fortschritte genau beobachten. Wir hegen hohe Erwartungen.« Damit hatte die Holo-Konferenz geendet und die gleiche Leere, die er trotz aller Widersprüche danach verspürt hatte, empfand Shiga auch in den Tiefen Coruscants. Nicht bereit. Hohe Erwartungen. Der Rat spielte Spielchen mit ihm. Zumindest fühlte er sich so an. Trieb ihn vor und zurück, wie einen Felix in einem Käfig. Würde er jemals über die Freiheit verfügen, seinen eigenen Weg zu gehen? Meisterin Satele verstand seine Gefühle besser als er selbst.
Geh etwas spazieren, hatte sie ihm geraten, ihm dabei die Hände auf die Schultern gelegt und ihm so lange in die Augen geschaut, bis sie sich auch sicher war, dass er ihre Absichten verstand. Sie schickte ihn nicht fort, sondern gab ihm Gelegenheit, sich zu beruhigen. Ich muss sowieso noch mit dem obersten Commander Stantos reden. Wir treffen uns später im Verbindungskreuzgang. Ja, Meisterin. Also wandte er sich ab und kochte vor Wut. Er wusste, dass er irgendwo in seinem Inneren die Stärke besaß, sich über diesen zeitweiligen Rückschlag zu erheben, sowie die Ruhe und Disziplin, die letzten Fäden eines Talents zu einer einheitlichen Form zu verknüpfen. Doch im Moment führten ihn seine Instinkte weg von der Stille, statt ihr entgegen. Vor ihm ertönte das Blasterfeuer immer lauter. In einer Gasse, die nach den Hinterlassenschaften eines Voodoos stank, blieb Shiga stehen. Ein schaukelndes Licht blinkte unregelmäßig in der Ebene über ihm und brachte Müll und Unrat unschön zum Vorschein. Ein uralter Droide stierte mit blitzenden roten Augen aus einer dreckigen Nische, während seine rostigen Finger schützend Kabel und Servos zurück in seine klaffende Brustplatte schoben. Der kalte Krieg mit dem Imperium wurde weit entfernt von dieser Gasse und ihren unglückseligen Bewohnern geführt. Dennoch waren dessen Auswirkungen deutlich spürbar. Wenn er zornig auf den Zustand der Republik sein wollte, hätte er sich dafür keinen besseren Ort aussuchen können. Die Schießerei wurde heftiger, seine Hand glitt zum Griff seines Lichtschwerts. Es gibt keine Emotion, ermahnte er sich. Es gibt nur Frieden. Aber wie konnte es Frieden ohne Gerechtigkeit geben? Was wusste der Jedi-Rat davon, der bequem in seinem neuen Tempel auf Titan saß? Schreie rissen ihn aus seiner gedankenverlorenen Trance. Von einem Herzschlag zum nächsten war er auf und davon, gefolgt vom smaragdgrünen Feuer seines Lichtschwerts, dessen Leuchten im Dunkeln noch zu sehen war. Larin Moxler hielt inne, um den Bauchgurt ihrer Rüstung festzuziehen. Das elende Ding lockerte sich immer wieder und sie wollte kein Risiko eingehen. Bis die Justikare eintrafen, war sie das Einzige, das zwischen den Gangstern der Schwarzen Sonne und den relativ unschuldigen Bewohnern von Knorrus Root stand. Allerdings hörte es sich jetzt schon so an, als wäre die Hälfte davon in Stücke geschossen. Zufrieden, dass keine verwundbaren Stellen mehr freilagen, spähte sie aus ihrer Deckung und hob ihr modifiziertes, kurzläufiges Blastergewehr. Es war nur für Elite-Kommandos der Spezialkräfte erlaubt, ansonsten war es auf Coruscant illegal. Sie richtete sein starkes Scharfschützenvisier auf den Unterschlupf der schwarzen Sonne. Der Haupteingang war verlassen und sie entdeckte keine Anzeichen von Wachen auf dem Dach. Das kam unerwartet. Trotzdem drang weiterhin Blasterfeuer aus dem befestigten Gebäude. Sollte es irgendeine Falle sein? Mit dem Wunsch nach Verstärkung senkte sie ihr Gewehr und schob ihren behelmten Kopf ganz aus der Deckung. Niemand feuerte darauf los. Niemand bemerkte sie. Die einzigen Leute, die sie sehen konnte, waren Einheimische, die in Deckung rannten. Ansonsten hätte die Gegend bis auf den Radau, der aus dem Gebäude drang, völlig verlassen sein können. Sie beschloss, sich zu nähern. Falle hin oder her. Es klapperte leise und sie ignorierte die Stellen, an denen ihre Gebrauchtrüstung rieb. Larin hastete rasch und geduckt von einer Deckung zur nächsten, bis sie vom Vordereingang nur noch ein paar Meter trennten. Das Waffenfeuer hämmerte mittlerweile ohrenbetäubend und Schreie ertönten. Sie versuchte, die Waffen zu identifizieren. Blasterpistolen und Gewehre unterschiedlicher Fabrikate, mindestens eine Standkanone, zwei oder drei Vibrosägen und dazwischen noch ein anderes Geräusch. Ein Fauchen, als würde überhitztes Gas mit Hochdruck aus einer Düse zischen. Ein Flammenwerfer. Keine der Banden, von denen sie gehört hatte, benutzte Feuer. Das Risiko eines sich schnell ausbreitenden Großbrandes war zu hoch. Nur jemand von außerhalb setzte eine solche Waffe ein. Nur jemand, dem das Maß an Zerstörung, das er hinterließ, gleichgültig war. In einem der oberen Räume explodierte etwas und schickte einen Regen aus Ziegel und Staub auf die Straße. Larin duckte sich instinktiv, aber die Mauer hielt. Wäre sie eingestürzt, hätte sie Larin unter einem meterdicken Schutthaufen begraben.
Ihre linke Hand wollte runterzählen und sie ließ es zu. Etwas anderes hätte sich nicht richtig angefühlt. Reingehen. In 3, 2, 1. Stille trat ein. Sie erstarrte. Es wirkte, als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Eben noch hatten sich neunerlei Arten des Chaos im Gebäude ausgebreitet. Plötzlich war nichts mehr zu hören. Sie zog ihre Hand zurück. Der Countdown war vergessen. Sie würde nirgends hingehen, solange sie nicht wusste, was gerade eben geschehen war und wer darin verwickelt war. Irgendetwas stürzte im Gebäude zusammen. Larine packte ihr Gewehr fester. Schritte knirschten auf den Eingang zu. Ein paar Füße, mehr nicht. Sie stellte sich direkt davor, seitwärts, um eine geringere Zielfläche zu bieten und richtete ihr Gewehr auf den verdunkelten Eingang. Die Schritte näherten sich, gemächlich, selbstsicher, schwer, sehr schwer. Im gleichen Augenblick, in dem sie eine Bewegung im Eingang ausmachte, rief sie mit fester Stimme: »Genau da stehen bleiben!« Die Schritte hielten an. Gepanzerte Schienbeine in metallenem Grau und Grün. »Langsam vortreten ins Licht!« Der Besitzer der Beine machte einen Schritt, dann zwei und offenbarte sich als Mandalorianer, der so groß war, dass sein behelmter Kopf den oberen Rahmen des Eingangs streifte. »Das ist weit genug!« »Für was?« Obwohl es ihr schwer fiel, bewahrte Larine angesichts der harschen, unmenschlichen Stimme die Ruhe. Sie hatte bereits Mandalorianer in Aktion gesehen und wusste genau, wie jämmerlich unzureichend ausgerüstet sie war, um es momentan mit einem aufzunehmen. »Um mir zu sagen, was sie da drinnen gemacht haben!« Der gepanzerte Kopf neigte sich etwas. »Ich habe Informationen gesucht.« »Dann sind Sie also ein Kopfgeldjäger.« »Spielt es eine Rolle, was ich bin?« »Wenn Sie Kleinholz aus meinen Leuten machen, schon.« »Sie sehen nicht aus wie ein Mitglied der Schwarzen Sonne.« »Ich habe nie gesagt, ich wäre eines.« »Aber auch nicht das Gegenteil.« Die riesige Gestalt verlagerte leicht ihre Haltung, um das Gleichgewicht zu finden. »Ich suche Informationen über eine Frau namens Lima Xandret.« »Nie von ihr gehört.« »Sind Sie sich da sicher?« »Ich dachte, ich stelle hier die Fragen.« »Falsch gedacht.« Der Mandalorianer hob einen Arm, um auf sie zu zeigen. An seinem Ärmel öffnete sich ein Fach und gab den Flammenwerfer frei, den sie eben noch in Aktion gehört hatte. Sie festigte den Griff um ihre Waffe und versuchte, sich an die Schwachpunkte mandalorianischer Rüstungen zu erinnern, wenn es denn welche gab. »Nicht!« mahnte eine gebieterische Stimme zu ihrer Linken. Larine sah automatisch hin und erblickte einen jungen Mann in einer Robe, der eine Hand zum universellen Heilzeichen erhoben hatte. Sein Anblick lenkte sie einen Augenblick ab. Eine gewaltige Feuerwelle fauchte auf sie zu. Sie duckte sich und der Strahl brannte nur Millimeter über ihrem Kopf durch die Luft. Sie gab eine Salve ab, die wirkungslos von dem Brustpanzer des Mandalorianers abprallte und rollte in Deckung. Es war schwer zu sagen, was sie mehr überraschte. Ein Jedi tief unten in den Eingeweiden Coruscants oder die Tatsache, dass er wie sie die Gesichtstätowierungen eines Bewohners von Kefo trug. Shigar erfasste die Konfrontation mit einem Blick. Er hatte noch nie zuvor gegen einen Mandalorianer gekämpft, aber seine Meisterin hatte ihn sorgfältig in dieser Kunst unterrichtet. Sie waren gefährlich, sehr gefährlich. Beinahe hätte er sich noch einmal genauer überlegt, es mit diesem hier aufzunehmen. Er schätzte, die angeschlagen wirkende Soldatin und er würden kaum ausreichen. Dann schoss ein Flammenbogen über den Kopf der Soldatin und seine Instinkte übernahmen die Führung. Die Soldatin ging mit bewundernswerter Geschicklichkeit in Deckung. Shigar hastete vor, das Lichtschwert erhoben, um das Netz aufzuschlitzen, das unaufhaltsam auf ihn zukam. Das Jaulen des Jetpacks an der Rüstung des Mandalorianers übertönte das wütende Knistern von Shigars Klinge, als er sich losschnitt. Bevor sein Gegner noch einen Meter an Höhe gewonnen hatte, warf Shigar ihn mit einem Machtstoß seitwärts gegen das nächste Gebäude, wobei die Abgasöffnungen des Packs brachen.
Knurrend landete der Mandalorianer mit einem schweren Schlag auf beiden Füßen und zielte mit zwei rasch aufeinanderfolgenden Pfeilen auf Shigars Gesicht. Shigar lenkte sie ab und sprang leichtfüßig tänzelnd näher heran. Aus der Entfernung war er im Nachteil. Mit Fernwaffen waren Mandalorianer wahre Meister und außer in einer ihrer berüchtigten Gladiatorengruben würden sie alles unternehmen, um einen Nahkampf zu vermeiden. Wenn er nahe genug für einen Hieb herankam, während die Soldatin weiter für Ablenkungsfeuer sorgte, konnte er vielleicht Glück haben. Eine Rakete explodierte über seinem Kopf und dann gleich noch eine. Sie waren nicht auf ihn gerichtet, sondern auf die obersten Ebenen der Stadt. Schutt regnete herab und zwang ihn, seinen Kopf zu schützen. Der Mandalorianer zog seinen Vorteil aus der kurzzeitigen Ablenkung, tauchte unter seiner Deckung hindurch und packte ihn mit aller Gewalt an der Kehle. Shigars Verwirrung war komplett, aber Mandalorianer sollten doch nicht Mann gegen Mann kämpfen. Dann flog er buchstäblich durch die Luft und wurde von der enormen Körperkraft seines Angreifers gegen eine Wand geschleudert. Er landete leicht benommen auf den Füßen, erholte sich aber rasch und wappnete sich gegen eine weitere Attacke. Der Mandalorianer machte drei große Schritte nach rechts, sprang 1, 2, 3 von einem Schutthaufen zum nächsten und dann auf ein Dach. Weitere Raketen schossen in die Luft und bohrten sich durch die Ferrobetonsäulen einer Einschienenbahn. Die dünnen Metallstreben verbogen sich und hagelten wie Speere auf Shigar und die Soldatin hinunter. Es kostete Shigar all seine Machtanstrengung, die Speere in den Boden um sie herum abzulenken, indem sie zitternd stecken blieben. »Er haut ab!« Dem Schrei der Soldatin folgte eine weitere Explosion. Eine dem Mandalorianer nachgeworfene Granate zerstörte einen Großteil des Daches vor ihm und eine riesige schwarze Pilzwolke stieg in die Luft. Shigar hechte den Erwartungen eines Hinterhalts vorsichtig durch sie hindurch, fand den Bereich auf der anderen Seite jedoch verlassen vor. Er drehte sich einmal im Kreis und vertrieb mit ausgestreckter Hand den Rauch. Der Mandalorianer blieb verschwunden. Ob nach oben, unten oder zu den Seiten, war nicht auszumachen. Shigar vertiefte sich in die Macht. Sein Herz hämmerte noch wie wild, aber sein Atem ging gleichmäßig und flach. Er spürte nichts. Nur wenige Schritte entfernt erschien die Soldatin durch den Rauch. Sie bewegte sich vorsichtig geduckt vorwärts. Sie richtete sich breitbeinig auf. Der Lauf ihres Gewehrs zielte direkt auf ihn, und für einen Augenblick dachte Shigar, sie könne tatsächlich feuern. »Ich habe ihn verloren«, gestand er unglücklich sein Versagen ein. »Nicht Ihre Schuld«, antwortete sie und senkte ihr Gewehr. »Wir haben unser Bestes gegeben.« »Wo ist er hergekommen?«, fragte er. »Ich dachte, es wäre der übliche schwarze Sonnenkrawall«, sagte sie und zeigte auf das zerstörte Gebäude. »Dann kam er raus.« »Warum hat er sie angegriffen?« »Keine Ahnung. Vielleicht dachte er, ich wäre ein Justikar.« »Sind sie das nicht?« »Nein. Mir gefallen deren Methoden nicht. Aber sie werden bald hier sein. Deshalb sollten sie besser verschwinden, bevor die auf den Gedanken kommen, sie wären für das Ganze verantwortlich.« Er musste eingestehen, der Rat war gerechtfertigt, da die blutdurstige Miliz, der die unteren Ebenen kontrollierte, eine eigene Auffassung vom Gesetz hatte. Eine, die auf Übergriffe auf ihrem Territorium nicht gerade freundlich reagierte. »Lassen Sie uns zuerst nachsehen, was hier passiert ist«, schlug er vor und schritt mit gezücktem Lichtschwert auf den rauchgeschwärzten Eingang zu. »Warum? Ist doch nicht Ihr Problem.« Shigar erwiderte nichts. Ganz gleich, was hier los war. Keiner von ihnen konnte der Sache einfach den Rücken kehren. Er spürte ihre Erleichterung, das Gebäude nicht allein betreten zu müssen. Gemeinsam untersuchten sie die rauchende Ruine. Zu gleichen Teilen lagen überall Waffen und Leichen nebeneinander. Die Bewohner hatten eindeutig die Waffen gegen den Eindringling erhoben und dafür hatte jeder von ihnen sein Leben lassen müssen. Das war entsetzlich, aber nicht überraschend. Mandalorianer hatten nicht per se etwas gegen Illegale, aber sie nahmen es gar nicht gut auf, wenn man auf sie schoss. In der oberen Etage blieb Shigar stehen, als er in dem Blutbad etwas Lebendiges spürte. Er hob eine Hand
um die Soldatin zur Vorsicht zu mahnen, für den Fall, dass jemand glaubte, sie wären gekommen, um den Job zu Ende zu führen. Unbeeindruckt von der Gefahr und mit ihrer Waffe im Anschlag glitt sie geschmeidig voraus. Er folgte ihr geräuschlos, mit einem kribbelnden Gefühl. Sie fanden einen einzigen Überlebenden, der hinter einer zertrümmerten Kiste kauerte. Einen Nautolaner mit zahlreichen Plasterwunden an einer Seite und dem Einschuss eines Pfeiles am Hals, der in einer Lache seines eigenen Blutes lag. Das Blut vermehrte sich zügig. Er blickte auf, als Shigar sich über ihn beugte, um nach seinen Wunden zu sehen. Was Shigar nicht abbinden konnte, ließ sich kauterisieren. Aber er musste sich beeilen, damit überhaupt eine Überlebenschance bestand. Daus, Driver! Die Stimme des Nautolaners glich einem gurgelnden Knurren, das der Wunde in seiner Kehle nicht gerade bekam. Der Mandalorianer, fragte die Soldatin. Reden Sie von dem? Der Nautolaner nickte. Daus, Driver, wollte, was wir hatten. Wollten's ihm nicht geben. Die Soldatin nahm ihren Helm ab. Sie war überraschend jung, hatte kurzes, dunkles Haar, einen ausgeprägten Kiefer und Augen so grün wie Shigars Lichtschwert. Am überraschendsten aber waren die typischen schwarzen Tätowierungen des Moxer-Clans auf ihren schmutzigen Wangen. »Was genau hattet ihr denn?« wollte sie von dem Nautolaner wissen. Der Nautolaner verdrehte die Augen in den Höhlen. »Kinzia«, hustete er, und dabei spritzte Blut auf die Vorderseite ihrer Rüstung. »Kinzia«. »Und das ist?« fragte sie und beugte sich nah an sein Gesicht, während sein Atem schwächer wurde. »Halte durch, Hilfe ist unterwegs. Halte einfach nur durch.« Shigar lehnte sich zurück. Es gab nichts, was er tun konnte, nicht ohne ein ordentliches Medipack. Der Nautolaner hatte seine letzten Worte gesprochen. »Es tut mir leid«, murmelte Shigar. »Dafür haben Sie keinen Grund«, sagte sie und starrte auf ihre Hände. »Er war ein Mitglied der Schwarzen Sonne und wahrscheinlich selbst ein Mörder.« »Ist er deshalb böse? Vielleicht hat er einfach nicht genug zu essen oder keine Medizin für seine Familie. Es könnte tausend Gründe geben.« »Schlechte Entscheidungen machen auch keine schlechte Person aus einem. Das stimmt. Aber was sonst kann uns hier unten Antrieb geben?« »Manchmal muss man Widerstand leisten, selbst wenn man nicht mehr sagen kann, wer die Bösen sind.« Ein schrecklich ermüdeter Ausdruck huschte dabei über ihr Gesicht und Shigar meinte, sie ein Stück weit zu verstehen. Gerechtigkeit war wichtig und ebenso war es die Art und Weise, auf welche die Leute sie verteidigten, auch wenn es manchmal bedeutete, allein zu kämpfen. »Ich heiße Shigar«, stellte er sich mit beruhigender Stimme vor. »Nett, dich kennenzulernen, Shigar«, sagte sie, und ihr Gesicht hellte sich etwas auf. »Und danke, du hast mir da draußen wahrscheinlich das Leben gerettet.« »Das kann ich mir kaum als Verdienst anrechnen. Ich bin sicher, er hat in keinem von uns einen würdigen Gegner gesehen.« »Oder er hat sich vielleicht ausgerechnet, dass wir nichts von dem wissen, was er in diesem Unterschlupf gesucht hat.« »Lemax Hendred, das war der Name, den er mir nannte. Schon mal gehört?« »Nein, und Kinzia ebenso wenig.« Sie stand in einer Bewegung auf und schulterte ihr Gewehr. »Ich heiße übrigens Lerin.« Ihr Handschlag war erstaunlich fest. »Unsere Clans waren einmal Feinde«, bemerkte Shigar. »Antike Geschichte ist das geringste unserer Probleme. Wir verschwinden besser, bevor die Justikare hier sind.« Er ließ seinen Blick umherwandern. Auf den toten Nautolaner, die anderen Leichen, das zertrümmerte Gebäude. Daus Driver, Lemax Sandred, Kinzia. »Ich werde mit meiner Meisterin reden«, sagte er. »Sie sollte erfahren, dass sich ein Mandalorianer auf Coruscant herumtreibt und für Ärger sorgt.« »In Ordnung«, nickte sie und hob ihren Helm auf. »Geh voraus.« »Du kommst mit?« »Traue nie einem Conchi. Das hat meine Mutter mir immer gesagt. Und wenn wir einen Krieg zwischen Daus Driver und der Schwarzen Sonne aufhalten wollen, dann sollten wir es taktisch klug anstellen. Ach, richtig.«
Ihm blieb kaum Gelegenheit, ihr Lächeln zu sehen, bevor es unter ihrem Helm verschwand. Richtig, antwortete er